Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info. Heute für euch Infos, Tipps und Tricks Teil 2. Ich werde Fragen beantworten. Es geht heute rund um die Hauptrotorblätter und es sind einige Probleme aufgetaucht mit den digitalen Pitch-Lehren. Viel Spaß, bis gleich. Eine häufig gestellte Frage, wie fest sollen denn die Hauptrotorblätter jetzt eigentlich angezogen werden? Das ist ganz easy. Der Herr Bert Cameron hat das mal demonstriert in einem Video und das werde ich jetzt einfach mal kopieren, weil das war sehr gut. Ich muss mir da nichts Neues ausdenken. Den Rotorkopf in der Mitte in die Hand nehmen und hin und her bewegen. So. Und jetzt müssen die Hauptrotorblätter die Position halten, ohne dass sie nach vorne oder nach hinten klappen. Okay? Zu lose sind sie, wenn zum Beispiel das Blatt negativen Pitch geht, hier, so, richtig schön ordentlich, und jetzt das Hauptrotorblatt hier abfällt, dann sind sie definitiv zu lose. Okay? Wenn sie zu fest sind, wenn man die fest anknallt, dann kann es sein, dass beim Schweben, wo ist mein Demo, hier, dass beim Schweben der Helikopter anfängt hier zu wobbeln. Dann ist eine mögliche Ursache, dass die Hauptrotorblätter zu fest angeknallt sind. Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder einfach losfliegen, da sieht man es nicht mehr, oder die Hauptrotorblätter natürlich etwas lösen, damit sie wieder ein bisschen Bewegung haben. Heckblätter, wenn wir schon mal dabei sind, Heckblätter, das ist auch very, very easy. Wie fest sollen die Heckblätter sein, so dass sie hier nicht runterfallen. Wenn sie hier jetzt von alleine runterfallen, plopp, dann sind sie zu locker. Und wenn man sie so bewegen muss, dann sind sie zu fest. Also es ist auch ein Gefühl des Helipiloten, wie fest sie nun sind. Aber grundsätzlich, ich denke mal so als Faustformel, kann man ruhig sagen, wenn die so in der Position bleiben und es fühlt sich an wie durch, naja, wie durch Pudding, sage ich immer, dann sind die Heckblätter auch völlig in Ordnung, fest genug angezogen. Hauptrotorblätter wuchten, was für ein tolles Thema. Bevor ich euch zeige, wie ich das mache, möchte ich unbedingt erwähnen, dass die Hersteller es seit Jahren schon schaffen, euch super ausgewuchtete Hauptrotorblätter zu liefern. Ob das Komposit ist, Align, SAB oder Edge, früher hier, die heißen ja jetzt anders, die sind hervorragend gewuchtet. Die könnt ihr so auf euren Helikopter raufschrauben und dann losfliegen. Aber es kann ja mal sein, ihr hebt euren Helikopter an und der schüttelt sich und ihr habt alles schon durch, Flyballast-System, alles was euch so einfällt, und der Heli schüttelt sich immer noch. Und ihr sagt so, die Blätter, die habe ich doch neu gekauft, die können es einfach nicht sein. Nehmt sie mal ab und checkt die mal. Vielleicht habt ihr einfach nur Pech gehabt und ihr habt ein Montagspaar erwischt. Ja? Okay. Wer Align-Blätter hat, als erste visuelle Überprüfung. Align sind die einzigen, die eine Nummer drauf gedruckt haben, so viel ich weiß. Zeige ich euch hier. Und diese Nummer muss gleich sein. Das könnt ihr erstmal checken. So, Align-Blätter drauf, okay, hinten ist 065, das andere Blatt hat auch 065, alles klar, die sind schon mal aus einer Serie, das kann es schon mal nicht sein. Align hat es auch gemacht bei den Heckblättern, ab 72 mm, weiß ich nicht, ab 550, da haben die auch Nummern drauf gedruckt. Das ist eine tolle Hilfe, um einfach nur mal visuell zu gucken, ah, okay, die beiden sind schon mal gleich. Das kann schon mal nicht sein, ausgeschlossen. Das Wuchten selbst. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht eine Achse. Aber hier habe ich eine dünne für 450er, eine etwas dickere für 550, 600er Blätter und selbstgebaut hier für 700er. Ihr könnt auch so ein Tool kaufen mit Kugellager und sowas alles, so eine Wippe. Funktioniert natürlich auch, kostet nur halt ein bisschen mehr Geld. Ich nehme das hier, eine Achse und zwei Sektgläser und dann funktioniert das hervorragend.
Zeige ich euch jetzt nicht im Detail, weil da gibt es auch einige Videos auf YouTube. Ich glaube, Heli Ernst hat da auch meins gemacht. Schaut einfach mal rein, wie die Jungs das machen. So, ein Blatt, Achse durch, das zweite Blatt und festschrauben. Jetzt sagt der eine oder andere, vielleicht, ah, das ist ja total falsch. Die müssen gewuchtet werden, so wie sie auf dem Helikopter auch montiert werden. Okay, also so. Da muss man das hier natürlich festschrauben, ganz klar, und dann hier ausrichten. Aber ich sage euch, es ist völlig egal, wie ihr das macht. Das Ergebnis ist immer gleich. Ihr könnt es so wuchten oder andersrum auf die beiden Gläser stellen oder eben so. Man kann sie auch hier besser ausrichten oder so. Wichtig ist immer die Gegenprobe. Ihr wuchtet es einmal aus, guckt, ob eins runterfällt, müsst ihr einen Tesafilm drauf machen oder ich nehme gerne, wo habe ich es hier? So eine Folie hier aus dem Baumarkt habe ich die, gibt es als Rolle, als Meterware in Chromfarben. Das zieht auch noch so einen schönen Kreis dann da oben. Und wer das nicht möchte, nimmt einfach Tesafilm. Es ist also völlig egal, wie ihr das macht. Hier kann man sie gut ausrichten. Wichtig ist, einmal die Gegenprobe zu machen. Wieder lösen, wieder festzuschrauben oder ein Blatt einfach umdrehen oder das ganze System umzudrehen und dann nochmal die Gegenprobe machen. Dann, und wenn ihr dreimal das gleiche Ergebnis habt, dann wisst ihr, okay, es gibt keinen Messfehler vor. Diese Blätter sind so gewuchtet. Okay? So mache ich das. Das geht nicht. Das geht nicht mit den Heckblättern. Die haben einfach zu wenig Masse. Das könnt ihr vergessen. Mit so einer, ja, hiermit würde das ja gehen, die passen da durch. Aber aufgrund der fehlenden Masse funktioniert das einfach nicht. Die Heckblätter auch nicht mit einer Goldwaage. Hier habe ich eine Goldwaage. Die Blätter darauf legen und das eine Blatt wiegt 7,4 Gramm und das andere wiegt 7,25 Gramm als Beispiel. Dann könnt ihr nicht so lange Tesafilm darum rumwickeln, bis das andere Blatt auch 7,4 Gramm hat und dann sagt er, meine Heckblätter sind jetzt gewuchtet. Sind sie nicht, das ist totaler Humbug. Bei den Heckblättern, kurz erwähnt, müsst ihr die komplette Einheit wuchten, das funktioniert ja auch. So, aber das ist ja nicht das heutige Thema. Okay, zum Wuchten der Hauptruderblätter. Zum Abschluss von meinem Video möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich gecheckt digitale Pitch-Lehren. Da sind auch einige Probleme aufgetaucht. Ich habe hier fünf Stück auf dem Tisch liegen, noch zwei alte, nicht digitale Pitch-Lehren für den Paddel-Heli. Haben wir die damals genommen? Da haben wir so rübergeschielt. Ja, passt jetzt hier 12 Grad plus und weiß ich nicht, 8 Grad minus Pitch. Damit ihr die mal gesehen habt, entweder so oder so. Ne? So sahen die aus. Früher. Und jetzt haben wir alles digital. Mit dem Flabberless-System sind auch die digitalen Pitch-Lehren gekommen. Schauen wir uns erstmal das Video an, was ich für euch gemacht habe. Hier seht ihr die Monster-Wasserwaage auf dem Blatthalter. Und als erstes kommt drauf die Pitch-Lehre von Align, meine Lieblings-Pitch-Lehre, weil das Display beleuchtet ist und sie tatsächlich Null anzeigt. Zeige ich euch gleich. Spoilere euch jetzt einfach mal. Und den Rest drauf, schnell vorgespult, zack. Und der dritte und der vierte und der fünfte. Und dann schauen wir uns das mal an. Hier die von Align, die zeigt tatsächlich Null Pitch an, so wie sich das gehört. Die TL90 ist noch okay, 03, 04. RC-Logger perfekt. Hier 03 ist auch noch okay, aber jetzt kommt RC-Logger mit 1,5, 1,6. Das geht natürlich gar nicht. Um Missverständnisse zu vermeiden und damit ich nicht falsch verstanden werde, habe ich sehr, sehr viel Text für euch heute. Und da muss ich mal so ein bisschen auf meinen Monitor hier schielen, damit ich nichts vergesse und kann euch nicht so oft in die Augen schauen. Folgendes möchte ich zu Beginn noch betonen. Es geht hier um das Produkt, es geht um das Produkt Pitch-Lehre. Ja, und es geht nicht um die verschiedenen Arten und Möglichkeiten, mit Hilfe der Pitch-Lehre einen Helikopter einzustellen. Die sind bestimmt alle gut,
Jeder hat so seine Favoritentechnik und das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Daran denkt bitte dran. Ja? Was ist eine Pitchlehre? Nichts anderes als eine elektronische Wasserwaage, die mir genau das anzeigt, wofür sie gebaut wurde. Hoffe ich zumindest, dass sie das macht. Die kostet zwischen 10 und 35 Euro. Und wenn ich beim Händler, beim Dealer, beim Shop meines Vertrauens eine nagelneue Pitchlehre kaufe, dann sollte ich doch davon ausgehen, dass sie auch genau das anzeigt, was tatsächlich anliegt hier. Diese Spezialwaage für LC-Helikopter. Pitchlehre. Dass sie das nicht immer macht, habt ihr in meinem Vergleich gesehen. Zwei waren fast perfekt. Perfekt sind sie auch nicht, aber zwei sind sehr, sehr gut. Einmal die von RC-Logger hier und die von Align. Zwei waren okay, die sind noch mit 0,3 Grad Fehlmessung in meiner persönlichen Toleranz. Das war eine TR90 hier und die No Name, die waren okay. Und eine völlig inakzeptabel von. Auch von der C-Logger, hier habe ich ein rotes Kreuz drauf gemacht, damit ich die unterscheiden kann, mit 1,5, 1,6 Grad. Die kann ich überhaupt nicht gebrauchen mit meiner Methode, die ich euch gleich vorstelle, weil ich diesen Zero-Button einfach nicht benutze. So, zeige ich euch dann aber auch noch. Nachdem ich meine Lieblingsmethode euch vorgestellt habe, zeige ich euch nochmal, wie man mit diesem Zero-Button arbeitet, was ja auch viele machen. Kann ich ein Produkt oder einen Hersteller empfehlen? Kann ich leider nicht. Jetzt ist das Argument von einigen von euch, wieso, die Align, die ist doch gut. Ja, diese hier ist gut. Ein Freund von mir, der Dominik, hat genau die gleiche und die hat eine Fehlmessung, haben wir verglichen, von 1,3 Grad. Und das beste Beispiel ist tatsächlich RC-Logger, hier mit dem roten X drauf, 1,5, 1,6 Fehlmessung. Und genau die gleiche hier, von dem gleichen Hersteller, die ist sehr, sehr gut. Ich kann euch keine empfehlen. Tut mir wirklich sehr leid, aber geht nicht. Kann ich nicht. Ich zeige euch jetzt eine Möglichkeit, einen Helikopter einzustellen. Die Grundeinstellung mit Hilfsmitteln. Die brauche ich nicht mehr. Die brauche ich noch. So, dafür brauche ich natürlich eine Pitchlehre. Hier ist sie, die auch hält, was sie verspricht. Und ein Hilfstool zum Selberbauen. Seht ihr hier schon einen von mir benannten, liebevoll benannten OP-Tisch. Mit einer Anti-Rutschdecke drauf, die habe ich drauf gelegt, weil wenn keine Gummis drunter sind, dann rutscht der Heli da immer drauf hin und her. Das ist sehr nervig. Funktioniert hervorragend. So, ein Hilfstool für ein Hilfstool. Und diesen OP-Tisch könnt ihr ganz locker selber bauen. Ihr geht in den Baumarkt eures Vertrauens um die Ecke. Und geht dort in die Holzrestekiste, da grabbelt ihr mal ein bisschen rum und da findet ihr bestimmt ein geeignetes Brett, was euch zusagt in der Größe. Ich habe hier gewählt als Beispiel 40, 40 mal 40. Das reicht völlig aus für Helikopter der 700er Größe. Und wenn ihr Glück habt und ihr erwischt tatsächlich einen Mitarbeiter, der an der Säge da arbeitet und er sagt hier, schnapp mir das Ding mal zu, dann machen die es auch gerne. Jedenfalls hier bei mir in Fürstenwalde, die machen das auch sehr gerne. Kein Problem. Wenn es denn nicht zu Hause selber machen könnt. Ne? Die verstellbaren Füße, hier bei mir sind es vier, auch im Baumarkt zu bekommen. Und zwar sind das verstellbare Füße für Waschmaschinen hier. Die haben so ein Gewinde und damit die Waschmaschine nicht durch die Gegend hüpft, wenn sie schleudert, sind die zum Verstellen. Können wir hier als Modellbauer sehr gut gebrauchen. Mit einem Innensechskant, ich habe hier noch eine Großaufnahme für euch, dass man sie auch von oben, wenn der Helikopter oben drauf steht, dass man sie dann auch noch verstellen kann. Ne? Das ist sehr, sehr hilfreich. Entweder findet ihr auch Füße mit einem Innensechskant oder von oben mit der Hand zu verschrauben. Das wäre natürlich noch komfortabler. Drei- oder Vierbein, das könnt ihr selber entscheiden. Ich habe mich entschieden für eine Vierbeinauflage hier, 1, 2, 3, 4. Das ist sehr, sehr stabil. Und meine Jungs aus der WhatsApp-Gruppe, die haben einen konstruktiven Vorschlag gemacht für mich. Die haben es auch nachgebaut. Und die haben gesagt, so, pass mal auf, Frank, ich habe einen gebaut als Dreibein hier. Das ist nicht ganz so stabil wie vier, klar. Aber das Einstellen selbst ist viel, viel einfacher. Ist viel, viel einfacher. Zeige ich euch gleich. Vielen Dank, Jungs, für diesen konstruktiven Vorschlag. Sowas liebe ich ja. Finde ich geil. Und liebe Grüße nochmal.
Achso, die Löcher, die hier reinkommen, ein Loch gebohrt, ein kleineres Loch als das Gewinde ist. Und dann habe ich mit einem Gewindeschneider in dieses, es ist sehr hartes Holz, einfach in das Holz direkt ein Gewinde reingeschnitten. Und das hält seit vielen, vielen Jahren. Ja? Wer keinen Gewindeschneider hat oder wer sagt, ne, das ist mir, ne, das ist nicht so mein Ding, der nimmt einfach eine Mutter, verklebt die hier, macht das Loch ein bisschen größer, und dann funktioniert das genauso gut. Auch kein großer Aufwand, meiner Meinung nach. Gut, warum brauche ich diesen Tisch? Genau, warum brauche ich diesen Tisch? Alle Helis, die ich so kenne, sind nach vorne geneigt, mehr oder weniger stark. Meiner hier ist nach vorne geneigt um 3 Grad. Ja. Okay, 2,9. Und 2,9 Grad ist der nach vorne geneigt. Und dafür brauche ich diesen Tisch. Bevor ihr den darauf stellt, euren Lipo rein, damit er schön stabil steht und nicht immer nach hinten kippt. Das ist dann sehr nervig. Und ihr braucht ja sowieso Strom, wenn ihr kein externes BIC habt, was ihr extra bestromen könnt, braucht ihr es ja sowieso. Und es steht auch hier sehr stabil. So. Das ist das eine. Lipo rein, als Vorschlag von mir. Und mit montierten Hauptrotorblättern braucht ihr etwas mehr Platz. Und zwar so, dass ihr den Rotorkopf in die Runde drehen könnt, ohne dass ihr irgendwo anstößt. Jetzt könnt ihr auch die Rotorblätter abnehmen und habe ich gesehen im Internet, wie hieß das Ding? Ein Soko-Kit. Das ist so ein Teller, den man hier drauf bauen kann. Der ist recht teuer, 65 Euro plus Versand. Wer damit arbeitet, wunderbar. Dann macht das, wer damit zufrieden ist und so viel Geld dafür ausgeben will. Oder ihr baut euch selber, habe ich auch schon gesehen, einfach hier so eine kleine Plattform als Hauptrotorersatz. Geht auch alles, funktioniert alles. Dann braucht ihr nicht so viel Platz wie ich jetzt hier und habt nicht immer Angst, dass euch hier die Kehle aufgeschlitzt wird. So. Funktioniert. So. Was mache ich jetzt? Ich muss ja mal ein bisschen raufschieben, was ich vorhin gesagt habe, ja? Was muss ich jetzt tun? Ich muss tun. Meine Pitchlehre lege ich hier auf meinem Motor und jetzt kann ich mit meinem Schlüssel oder was auch immer meinen OP-Tisch ausrichten, dass der Helikopter die Hauptrotorwelle im Lot ist. Also dass er perfekt gerade steht. Das mache ich so und muss es natürlich auch in dieser Form machen, überroll, ja. So, dann habe ich hier jetzt 0,2, 0,1, 0,2. Das schwankt immer so ein bisschen. Und wichtig ist jetzt die Gegenprobe, so damit ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Die Gegenprobe ist, ich drehe es einfach um. So. Und dann ist auf der anderen Seite hoffentlich auch so eine ungefähre Zahl. Oh, 0,0. 0,0 ist bei euch und bei mir ist, schwankt es zwischen 1 und 0,1 und 0,2. Das ist schon super. Das ist schon sehr, sehr gut. Was passiert, wenn ihr eine fehlerhafte Pitchlehre, die nicht so genau, wenn ich das mal so nett ausdrücken darf, so genau geeicht ist, wenn ihr das macht, das zeige ich euch hier im Video, was ich gemacht habe. Und zwar habt ihr hier, habe ich den hier ausgerichtet auf meiner Seite mit 0,0. Und jetzt gehe ich einfach mal rüber und drehe die Pitchlehre auf die andere Seite um 180 Grad. Und oh, welche Überraschung, zeigt die an 3,1 bzw. 3,2 Grad. Warum ist das so? Weil diese Pitchlehre mit dem roten X drauf, ihr erinnert euch, 1,5, 1,6 Grad Fehlmessung hat. Die ist einfach nicht geeicht. Und mal 2 auf der anderen Seite ergibt dann 3,1, 3,2 Grad. Und jetzt auch, wie bin ich da drauf gekommen? Der Dominik, der hat es nämlich nachgebaut, hat zu Hause, wollte seinen Helikopter ausrichten, hat seine Pitchlehre genommen von Align, die ja, was wir vorher nicht wussten, um 1,3 Grad eine Fehlmessung hat.
und hat gemessen, hat auf der anderen Seite gemessen und sagt, das geht nicht. Der rief mich an und sagt, Frank, deine Methode in allen Ehren, aber das funktioniert nicht. Ich sagte, du, Dominik, ich denke schon, dass das funktioniert. Nein, ich habe alles richtig gemacht, das funktioniert nicht. Ich sagte, Dominik, glaube ich dir, bring alles mit, Gott sei Dank habe ich das gesagt, bring alles mit, was du benutzt. Und dann haben wir es hier gemacht und so sind wir darauf gekommen, weil wir vergleichen konnten, was ist mit deiner Pitch-Lehre los? Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, der arme Junge, der ist fast wahnsinnig geworden, aber wir konnten das ja Gott sei Dank klären. So, gut. Mein Video muss hier wieder weg. So, ihr könnt das hier feststellen mit der Gegenmessung. Und wenn er überhaupt keinen Bock drauf hat und keinen Tisch hat und sagt, nö, das will ich alles nicht, ist mir alles viel zu kompliziert, der nimmt einfach seine Pitch-Lehre hier und geht in die Küche aufs Ceranfeld. Das sollte sehr gut ausgerichtet sein, hoffe ich zumindest. Stellt es da drauf, macht das Ding an und dann seht ihr, ob die 0 anzeigt oder 0,1 und 0,2 oder 0,3, dann ist es noch okay. Aber wenn sie tatsächlich über 1 Grad geht, dann solltet ihr euch fragen, ob euer Ceranfeld gerade ist oder ob eure Pitch-Lehre im Eimer ist. Ihr könnt euch natürlich auch eine Wasserwaage holen oder von eurem Nachbarn ausleihen, wenn ihr keine eigene habt. Das geht natürlich auch. So, haben wir das. Ich bin hier ein bisschen durcheinander gekommen. So gehört das. Das ist die rote. Und die brauche ich noch. So. Der Heli, wenn ihr das gemacht habt, der steht jetzt perfekt im Lot, sozusagen. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir arbeiten. Jetzt kommt die Pitch-Lehre hier auf das Masterblatt. Entweder hier vorne oder da hinten, das ist völlig egal. Ihr bestromt euer Flywireless-System und geht in das Programm rein, Null Pitch wählen, Null Pitch einstellen und geht mit eurem, was ist mein Zeigestock hier, Blatthalterarm und mit der Anlenkung über das erste von euch gewählte Servo. Meistens, also bei mir ist es so, ich fange mal an mit dem Nix-Servo. Wenn das V-Stabi, hier ist ein V-Stabi drauf, das Neo, wenn das gebunden ist mit der Spektrum, ist das benannt als Servo Nummer 1. Nummer 1, 2 und 3. Da gehe ich rüber, seht ihr auch hier auf dem Bild, habe ich jetzt das nochmal in Großaufnahme und jetzt fangt ihr an, das Servo einzustellen. Hier könnt ihr nochmal sehen, ich mache das mal so. Meins ist jetzt nicht bestromt, das verwirrt jetzt hoffentlich nicht allzu viele Leute. Das denke ich aber, brauche ich jetzt euch nicht zu zeigen. Es geht hier um dieses Servo. Das stellt ihr so lange ein, klick, 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 hier mit der Trimmung, bis eure Pitch-Lehre 0 zeigt. Logisch. Dass das hier vorher alles mechanisch korrekt ist, da gehe ich jetzt von aus. Und dass ihr nicht allzu viel Spiel habt in euren Servos, dass sie nicht ausgelutscht sind und dass eure Kugelköpfe auch nicht rumwackeln. Das ist klar, das sollte klar sein. Wenn das nämlich der Fall ist, dass es hier alles wackelt, dann kriegt ihr nie einen richtigen, vernünftigen Nullpitch hin. Auch klar. So, Nick, Servo haben wir. Das nächste Servo einfach drehen. Das Servo 2, das ist auf der linken Seite. Das ist das Pitch-Servo. Und genau das gleiche nochmal auf der Seite. Hier steht es drüber. Servo 2 auswählen. Hier beim V-Stabi klick, 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 bis meine Pitch-Lehre 0 anzeigt. Und beim dritten machen wir das auch nochmal. Jetzt kann es sein, wenn ihr hier vorne zu viel trimmen musstet, dass ihr das Nick-Servo noch einmal überprüfen müsst, dass sich das wieder verstellt hat um 0,2 Grad als Beispiel. Dann geht ihr nochmal drauf, guckt hier, oh jo, zufälligerweise steht hier 0,3. Dann klickt ihr nochmal, okay, jetzt ist er wieder auf 0. Die anderen beiden auch nochmal überprüfen, 0, 0, 0. Und die letzte Runde, so mache ich das immer, genieße, dass überall eine 0 steht. Fertig. Perfekt. Null Pitch. Masterblatt. Nicht vergessen. Ich habe es auch schon mal vergessen. Jetzt könnt ihr natürlich eure Blattspur auch noch super einstellen. Auf das andere Blatt drauf. Schauen, habe ich hier 0, ja oder nein. Wenn nicht, muss ich es nachstellen mit der Anlenkung. Nicht mit den Servos, die sind jetzt tabu, das ist ja fertig. Also mit der Anlenkung nachstellen, hier abmachen, drehen oder hier beim Goblin ist ja rechts und links Gewinde, das ist super easy und sehr genau.
bis ihr Null habt. Bei den Allein-Helikoptern oder bei den anderen Helikoptern, die kein Rechts-Links-Gewinde haben, kann es sein, dass ihr es nicht genau auf 0 Grad schafft, sondern entweder plus 0,2 oder minus 0,2. Da müsst ihr damit leben. Das ist auch okay. Das hat keine großen Auswirkungen auf eure, auf dem Helikopter, ob er stabil läuft oder nicht. Das ist okay. So. Gut, haben wir. Den kollektiven Pitch könnt ihr jetzt natürlich auch perfekt einstellen, so wie ihr wollt. Das ist völlig egal, wo ihr das macht, weil er steht ja im Lot. Völlig wurscht. Aber den zyklischen, da würde ich doch empfehlen, dass ihr die, je nach Flywheeler-System, 6, 8 oder 10 Grad hier über dem Heckboom, über das Heckrohr macht oder über die Nase. Das ist ja egal, weil die meisten das einstellen, die meisten Flywheeler-Systeme, über die Rollfunktion, ne? Die 6, 8 oder 10 Grad. Könnt ihr jetzt auch machen. Dann habt ihr, wenn ihr das V-Stabi Neo auf eurem Helikopter verbaut habt und nutzt die Rettungsfunktion, dann möchte die Rettungsfunktion kalibriert werden. Bei der ersten Inbetriebnahme sagt der Hersteller, es muss kalibriert werden. Und dafür sollte, für die Kalibrierung, sollte der Heli schon waagerecht oder horizontal stehen, also so, dass die Rotorblätter horizontal sind. Und das sind sie ja nun hier wirklich perfekt. Ja? Frau Stabi, dieser Mikado sagt, das muss ungefähr, muss das stimmen. Stimmt ja auch, haben sie auch recht. Wenn es ungefähr so, wenn er ungefähr gerade steht, dann reicht das. Aber hier ist es perfekt, es ist ja nicht falsch, wenn er perfekt steht, oder? Kalibrierung drücken, klack, und das Neo freut sich, die Rettung freut sich, dass sie perfekt kalibriert wurde. Wer das möchte, hier meine Methode, der kann es sehr, sehr gerne ausprobieren. Mit meinem Tisch hier. Der Aufwand, das zu bauen, ist nicht gerade sehr groß, finde ich zum Beispiel. Und auch die Kosten, die halten sich noch in Grenzen hier. 10, 20 Euro, was das kostet hier, so ein Brettchen, so ein OP-Tisch zu bauen. Ein Helikopter-OP-Tisch. Und wer nicht, wer sagt, nö, das ist nichts für mich, der bleibt natürlich bei seiner Methode, die auch gut ist, na klar. Und die stelle ich jetzt auch nochmal vor, bevor ich das vergesse, genau. Die Jungs, ich stelle den Helikopter hin, so. Und jetzt kommt der Vorteil von dieser Pitch-Lehre, wenn man das trennen kann, seht ihr gleich. Und wir wissen ja, ich habe euch ja vorhin gezeigt, der Helikopter neigt sich dieser hier um 3 Grad nach vorne. Und jetzt, für die Jungs, die das so machen, denen ist das völlig egal, was die Pitch-Lehre hier anzeigt. Ab Werk, ob die nun korrekt anzeigt oder nicht. Denn die sagen, so meine liebe Pitch-Lehre, ich drücke jetzt hier den Zero-Button und dann hast du mir anzuzeigen 0 Grad. Was sie natürlich auch macht jetzt, ihr seht ihr nicht, aber was macht sie? Und jetzt kann ich hier den Nullpitch einstellen. Und ich kann hier, das geht nur in dieser Position, das geht jetzt nicht mehr in dieser, ne? Ihr könnt es nicht rundherum machen, das funktioniert nicht. Nur diese eine Position. Und könnt den Minuspitch, Pluspitch jetzt hier, oder den Minuspitch einstellen, kein Problem. Macht ihr die nächste Position, nimmt ihr sie wieder runter, macht wieder 0, macht sie wieder rauf, zack, und das war's. Und dann könnt ihr das auch machen. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Das funktioniert auch hervorragend. Wer das so macht, Glückwunsch. Das Ergebnis ist mit Sicherheit auch sehr, sehr gut. Das machen ja nicht umsonst sehr, sehr viele Leute so. Alternativ dazu, wer jetzt sagt, mein Motor, der ist aber nicht hier oben. Ich habe noch so einen wunderschönen Paddelheli und einen Align. Da ist der Motor da drunter. Wo soll ich denn die Pitchlehre drauflegen? Natürlich habe ich auch ein Bild für euch hier. Die Pitchlehre am Hauptzahnrad ausrichten bzw. oben auf den Seitenplatten auflegen. Das funktioniert dann natürlich auch. Viele, viele verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Die Hauptsache ist, ihr seid zufrieden mit eurem Ergebnis. Ich habe jetzt eins vorgestellt, ihr könnt auch ein anderes nehmen, völlig egal, Hauptsache ihr seid zufrieden und könnt am Ende sagen, mein Heli, den ich eingestellt habe oder der eingestellt wurde, der fliegt genauso, wie ich das haben will. Genauso meine Befehle macht der Heli da oben. Oder er steht vor mir, schwebt und driftet nicht von rechts nach links, vorne nach hinten. Dann stimmt da etwas nicht. Es sei denn, ihr habt starken Seitenwind, ne? Dann ist klar, dann driftet er irgendwann weg. Das von mir als Vorschlag, Einstellung
eines Helikopters mit einem Hilfsmittel, mit einem OP-Tisch und nochmal darauf hingewiesen, dass es Pitch-Lehren gibt, die einfach fehlerhaft sind und was kaum einer weiß. So, jetzt hab ich den Satz vollendet. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.